Jeder vierte Bewohner des Bezirkes Ried gehört der 60-Plus-Generation an. Die Zahlen sprechen also für sich. Die Senioren sind ein wichtiger Faktor in der Region. In 15 Jahren wird es so sein, dass jeder dritte Rieder im Bezirk ein Senior sein wird und fast jeder zweite Wähler wird der Generation 60-Plus angehören. Das heißt, die Senioren werden eine Großmacht. Allein im Bezirk Ried zählt der Seniorenbund derzeit fast 4.500 Mitglieder. Je nach Altersklasse gibt es adäquate Angebote, die leider im ersten Halbjahr Corona zum Opfer gefallen sind. Die Senioren, die warten natürlich schon wahnsinnig drauf, dass sie endlich wieder was tut. Denn 35% aller über 65-Jährigen leben alleine. Auch sind sie teilweise komisch angeschaut worden, wenn sie einkaufen gehen. Ich finde nicht, dass alte Leute ein Risiko sind. Ein Risiko sind die, die eine Vorerkrankung haben. So soll nach und nach das Programm für die Mitglieder reaktiviert werden. Das heißt Bewegung im Freien, kleinere Veranstaltungen, also alles, was die Vorgaben der Regierung und der Behörden erlauben. Vor allem jene Senioren, die mit Handy und Laptop nur wenig umgehen können, haben die Auswirkungen des Lockdowns deutlich gespürt. Die einen können skypen und können in irgendeiner Weise mit ihren Enkelkindern, Urenkeln, egal wo sie zu Hause sind, in Verbindung treten. Die anderen sind absolut isoliert. Und da werden wir uns auch besonders engagieren, dass die ältere Generation hier eine Mindestkompetenz erhält. Ein großes Dankeschön gilt den Mitarbeitern der Alten- und Pflegeheime, die stets bemüht waren, den Bewohnern die Corona-Zeit zu erleichtern. Da die Bewohner ja untereinander sich unterhalten haben können, da es Personal gegeben hat, wirklich während der Zeit verstärkt Personal gegeben hat. Wir haben auch zusätzlich Zivildiener gehabt, die sich wirklich sehr, sehr um unsere Bewohner gekümmert haben. Aber eines wurde in den letzten Monaten deutlich. Dass wir dringend mehr Pfleger brauchen, dass wir auslandsabhängig sind bei der Frage der Pfleger, dass wir daher sehr viel investieren müssen in die Ausbildung junger Pfleger. Es gibt also vieles zu tun für die ältere Generation, die ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft ist.